Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir für euch einen ultra-minimalistischen Plattenträger von Direct Action, und zwar den Spitfire MK2. Direct Action aus Polen hat hier mit dem Spitfire MK2 einen ultra-minimalistischen Plattenträger entworfen. Der ist jetzt schon eine Weile am Markt. Haben wir uns gedacht, den stellen wir euch auch mal im Detail vor. Das Schöne bei dem Plattenträger ist, im Vergleich zu anderen Herstellern, obwohl das jetzt die Ultraleicht-Variante ist, kann der auch komplett aufgebaut werden. Ja, also man kann da wirklich ziemlich modular mit arbeiten. Wir haben jetzt auch schon mal ein paar Teile hier zugebaut, die jetzt standardmäßig nicht dabei sind. Wenn ihr den Plattenträger kauft, nämlich erstmals, habt ihr quasi die Frontplate, die Backplate, hier ganz einfache Schultern. Und als Standardkammerband ist ja auch nur ein ganz einfacher elastisches Band, ja. Das heißt, keine Einschübe für Magazine oder Molle oder sonst irgendwas. Aber es gibt natürlich auch dann entsprechend Upgrades, wo ihr dann andere Kammerbands verwenden könnt. Oder halt auch andere Frontflaps. Die ist nämlich auch nicht dabei, das ist auch extra. Die gibt es auch in verschiedensten Varianten. Habe ich jetzt mal hier diese gerade ausgewählt. Dann fangen wir auch gerade mit der an, bevor ich die abmache und euch die Front vom Plattenträger zeige. Das ist eine der Frontflaps von Direct Action. Ganz simpel, mit elastischen Einschüben für die Magazine. Das heißt, hier kann man relativ einfach entnehmen. Das Schöne ist, die haben im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Blue Force Gear, die benutzen ja das elastische Material komplett, also das heißt wirklich Seiten und unten, also es ist komplett geschlossen. Bietet mehr Schutz fürs Magazin, gerade gegen Dreck und Staub an der Unterseite, wo auch die Patronen sitzen. Hat aber den riesigen Nachteil, dass wenn ein Magazin entnommen worden ist, dass die Tasche zusammenfällt. Ja, das heißt, ihr könnt kein Magazin ohne weiteres zurückstecken. Das wäre mit den Taschen hier kein Problem. Die haben ja hier das laminierte Cordura hier oben drüber, 500D übrigens. Was hier dann quasi zwar Lücken offen lässt, aber dafür könnt ihr jederzeit ohne Probleme das Magazin zurückstecken mit einer Hand. Seht ihr, das geht sogar hier in einem schlechten Winkel relativ gut. Das geht da wunderbar. Da habt ihr auch hier an der Vorderseite nochmal so ein Pull-Tab, sage ich mal. Da sind zwei Löcher drin für Schockkord. Habe ich gerade schon zum Stefan gesagt, ja, ist ja schön und gut, aber wo mache ich das auf der Gegenseite fest? Und da hat der Stefan hier gesehen, da sind die Löcher auf der Rückseite. Habe ich nämlich übersehen. Vor lauter Schatten und gucken. Dafür wäre dann das hier da. Wird dann eingeklipst, ganz einfach hier mit den Fastex-Verschlüssen. Die sind hier auch ein bisschen mit Elastikmaterial überdeckt. Das sieht man gleich besser, wenn ich das Panel entnommen habe. Und natürlich auch noch mit Klett gesichert. Hier könnt ihr übrigens nochmal, das ist auch eine feine Sache, im Vergleich jetzt zum Beispiel bei Haley. Hier habe ich einen Haley Chest Rig. Da ist die Länge der Verschlüsse fest vorgegeben. Habe ich keine Chance, die irgendwie kürzer zu kriegen. Das finde ich unglaublich scheiße, obwohl ich dieses Chest Rig sehr toll finde. Keine Möglichkeit, das zu verstellen. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Länge hier mit diesen Klettteilen entsprechend einzustellen. Also könnt ihr sagen, ich will es tief sitzen haben, ich will es ganz hoch sitzen haben. Je nachdem, wo ihr die Verschlüsse, die Fastex-Verschlüsse sitzen haben wollt, könnt ihr hier da entsprechend mitarbeiten. Damit es leichter an- und abgelegt werden kann, sind hier an den Ecken nochmal aus Laminat Pull-Tabs. Da könnt ihr auch nochmal Karabiner einhängen, wenn ihr das Ding tragt. Also auch multifunktional das ganze Ding. Das ist jetzt, wie gesagt, die simple Variante. Einfach nur drei Magazine. Gibt es auch nochmal in einer anderen Ausführung oder in vielen anderen Ausführungen. Jetzt haben wir hier die Front des Plattenträgers, hier zu sehen in Adaptive Green, das ist eine Spezialfarbe von Direct Action, gibt es nur dort. Ich habe mal hier zum Vergleich ein Ranger Green nebendran, dass ihr mal seht, wie der Farbton ausfällt. Es ist im Vergleich zu Coyote ein bisschen heller und zu Ranger Green auch. Also es ist eigentlich ja, so ein helles Grün, sage ich mal. Was hier ganz neu ist übrigens, habe ich auch erst gesehen, deswegen war für mich persönlich Direct Action nie ein Thema, weil ich momentan total auf Ranger Green abfahre und gesagt habe, das Adaptive Green ist ja schön gut, aber da bin ich schon eine Diva, ich will schon Ranger Green haben. Schaut mal rein, die haben jetzt auch Ranger Green bei manchen Produkten. Ja, also auf jeden Fall dann eine spannende Alternative. Ja, Ausstattung, Front mit Lasercut Molle komplett. Beziehungsweise bis hierhin, da ist ja dann eh die Flap, da braucht man es nicht.
Und hier in dem Bereich hier ist nochmal Klett für Patches. Der ist aber auch geschlitzt. Das heißt, ihr könntet auch hier Molletaschen oder hier so ein Juggernaut-Phone-Case hinpacken. Das würde passen. Dann habt ihr hier ein Zipperfach. Das ist auch nicht weiter unterteilt. Das heißt, da wird einfach nur, keine Ahnung, ein Block Papier oder sonst irgendwas eingeschoben. Hier die Fastex-Verschlüsse. Rechts und links nochmal schräge Schlaufen für COM-Teile oder für sonstige Führungen. Hier an der Seite nochmal eine elastische Schlaufe, nein, keine elastische Schlaufe, eine Klettschlaufe für Kabel oder für Trinkschlauch. Die ausgeschnittenen Schulterpartien sind perfekt hier in der Schulterplatte, um einen Schaft anzusetzen. Also das ist wirklich auch so vom Stil her ein Cry-JPC nachempfunden. Das funktioniert gut. Und hier oben habt ihr schon eins von den Zubehörteilen, denn der Plattenträger hat optional auch noch ein Schnellabwurfsystem. Das zeige ich euch gleich, wenn ich ihn mal angelegt habe. Wenn ihr hier vielleicht an der Seite gesehen habt, das ist auch ein optionales Zubehör. Da mache ich einmal hier auf, damit ihr es besser sehen könnt. Und zwar könnt ihr von innen in den Plattenträger diese Flügel hier anbringen. Muss man extra kaufen, gibt's nicht, ist nicht dabei. Die werden dann mit Klett innen eingeschoben. Dann habt ihr hier unterm Kammerband die Expander Wings, sage ich mal, heißen die ja. Und da wäre ich jetzt in der Lage, auch ein Funkgerät unterm Kammerbund unterzubringen oder eine zusätzliche Magazintasche oder weiß der Deibel, was man da noch unterbringen möchte. Die Schulterpartie ist ganz simpel gelöst, mit einem Umlenkring. Da wird hier wird das auch mit Klett entsprechend verstellbar gemacht, damit ihr es einfach packen könnt. Auch hier wieder vorne laminiert. Zwei elastische Schlaufen auf der Oberseite, rechts oder beziehungsweise links an der Außenseite, Kabelführung, Schlauchführung. Das geht dann über in das Rückenteil. Da seht ihr jetzt auch wieder hier, an der Stelle ist jetzt schon unser Abwurfsystem eingebaut. Normalerweise würde diese Halterung hier am Schultergurt hängen und damit würde das Rückenteil dann verbunden sein. Ja, dann können wir eigentlich zum Rücken gleich gehen. Genau. Auch optionales Zubehör, das wäre jetzt das Assault Panel von Direct Action. Da habt ihr auf der Oberseite drei Einschübe, wie ihr sehen könnt, ähnlich wie diese Einschübe hier, nur dass man hier in der Lage ist, zwei Magazine unterzubringen. Die sind sehr geil gelöst, also ich habe da wirklich mich lange mit beschäftigt mit diesen Einschüben. Da sind wirklich alle Varianten möglich. Das Einzige, was nicht schön ist, dass es nur halt ein Klett zu lösen ist. Das heißt, wenn ihr irgendwas lautlos rauskriegen wollt, müsst ihr die Flap halt nach innen packen, um dann entsprechend die Sachen exponiert zu lassen. Also mal schnell leise hier die Flashbang rausholen ist nicht. Dazu müsstet ihr quasi dann hier die Flap nach innen packen und dann Open Top tragen. Aber das kann man ja dann entsprechend, wenn man ins Einsatzgebiet kommt, dann so machen und dann kann man die auch lautlos entnehmen. Ja, wie ihr seht, passt auch sowas rein. Eine Rauchgranate würde passen, kein Problem. Die Flap lässt sich hinten in der Höhe verstellen. Die hat quasi auch eine Rückseite mit Klett, um da die Höhe anzupassen. Damit, wenn ich hier wie hier in der Mitte mit zwei Magazinen dann trotzdem noch Klettfläche habe. Der vordere Klettbereich hier hat nochmal einen Einschub. Der ist dann auch gerade hier für die Sicherungsstifte von den Handgranaten gedacht, dass man die da entsprechend führen kann, oder aber macht es hier ganz simpel und packt nur ein Magazin rein und ist good to go. Unten drunter noch eine große Utility Pouch mit Zipper, die ist in Flausch gefüttert, also Flauschklett, so ein Velour-Klett ist das, ein ganz weicher. Das heißt, da ist zum einen die Ausrüstung ein bisschen geschützt und zum anderen passen da auch Klettmodule ohne Probleme rein. Dieses Panel wird mit einem Reißverschluss am Plattenträger befestigt, kann dann auch nochmal oben mit Molle festgemacht werden. Das habe ich jetzt aufgrund des schnellen Zeigens mal nicht gemacht. Wir müssen jetzt einmal kurz den Kameramann wieder zumachen, sonst fällt mir der Kerl hier um. So, das heißt, hier einfach dann das Modul rausnehmen. So, andere Seite genauso. Und jetzt geht das natürlich schnell ab. Bei dem hier ist es auch kein Problem. Das ist relativ leicht. Aber wenn ihr da mehr Gewicht drin haben solltet, habt ihr hier dann nochmal entsprechend die Schlaufen. Kriege ich gar nicht raus, wieso nicht? Jetzt hat er ein bisschen Kraft. Und die kann ich dann hier am Molle festmachen. Ja, Molle auch im oberen Bereich, hier unter dem Klett versteckt. Also, das ist der Klett, hier ist die Molle, so rum.
und unten wird der Kammerband dann eingestellt. Normalerweise regulär hier mit Klett. Hier, wie ihr sehen könnt, ist jetzt auch schon das Modul oder die Module untergebracht für den Schnellabwurf. Der ist exponiert, das heißt, wenn ihr den Schnellabwurf denn euch zulegen solltet, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Molle-Panel benutzen oder irgendein anderes Panel. Geht halt nicht, weil das exponiert ist. Das ist das Einzige, was ich als Kritikpunkt hätte an dem Plattenträger. Das hätte ich nach innen verlegt. So hat aber natürlich die Platte ihr eigenes Fach, was ohne sich nichts teilen, also mit nichts sich was teilen muss. Man hat dann hier das Abwurfsystem außen untergebracht. Und wenn man hier ein Molle-Panel unterbringt, das ist auch kein Problem. Das kann man auch finanziell verschmerzen, sage ich mal. Die Rückseite hat hier an der Seite auch nochmal Führung für Kabel entsprechend. Und oben ist hier eingelassen komplett ein Rettungsgriff. Ja, dann würde ich sagen, nein, eins habe ich noch, bevor ich ihn anziehe und euch mal das Abwurfsystem zeige. Und zwar Preisfrage, wer es beantworten kann, kriegt ein Patch. Wir haben das Schnellabwurfsystem nach bestem Wissen und Gewissen eingebaut oder verbaut, haben quasi hier die Kabelführung durchgelegt, haben das hier hinten durchgelegt, haben hier die Enden verbunden und hier diesen Sicherungsstift reingemacht. Und dann waren da noch diese Dinger. Diese Dinger. Wer kann mir sagen, was diese Dinger tun? Im Video vom Direct Action und Anleitung gibt es auch, habe ich nichts gefunden. Also ich habe nirgendwo Infos darüber gefunden. Da sind diese Dinger einfach hier oben in diese elastische Schlaufe eingeschoben, wo sie genau nichts tun. Also ich habe keinen Blassen. Wer es weiß, ich würde mich echt freuen, schreibt es mal rein. Und dann schauen wir mal, ob wir dem auch nochmal einen Sinn geben können. Gut, dann legen wir den Kerl mal an und machen den Schnellabwurf. Ihr habt es ja schon in den Detailaufnahmen gesehen, für den Schnellabwurf wird das Kabel hier vorne durchgeführt, hier an den Schulterpartien hinten überkreuzt, dann entsprechend mit den Schulterteilen verbunden. Und damit habt ihr dann quasi die Möglichkeit, das ganze System komplett voneinander zu trennen, damit es auseinanderfällt. Da sollte der Kammerband abfallen, wenn ich es richtig zusammengebaut habe, und auch die Schulterteile. Die Kabel werden hier oben in so einer Führung geführt. Wie gesagt, wenn ihr eine Verwendung für dieses Pad hier oben findet, dann schreibt es uns in die Kommentare. Und jetzt schauen wir mal, wie der Abwurf funktioniert. Der Spitfire MK2 ist ja minimalistisch aufgebaut. Das heißt, ihr habt hier die elastische Rückenfront aus diesem Four-Way-Stretch-Material. Hier sind zwei Streifen Velour-Klett aufgebracht. Das heißt, man kann hier auch nochmal mit Polstern arbeiten, um da mehr Komfort zu gewinnen. Also so ist er wirklich ultra minimalistisch und slick, flach anliegend. Wenn ich denn mehr Beladung oder mehr Ausbau mache, dann kann ich hier auch entsprechend innen ausbauen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, um da entsprechend dann auch den Tragekomfort für längere Zeit zu erhöhen. Auf der Unterseite ist hier die Klettflappe, die Platte hält, auch nochmal geschlitzt. Das heißt, ihr könnt die auch in der horizontalen Lage nochmal einen Tourniquet anbringen oder was auch immer ihr horizontal nochmal unter der Platte tragen wollt. Das Plattenfach ist an sich ganz simpel. Also der Plattenträger muss in der Größe bestellt werden, in der eure Platte ist. Also hat keine Fixierung nochmal oder Straps, um die Platte an Ort und Stelle zu halten. Die wird einfach eingeschoben und dann festgeklettet. Das funktioniert auch relativ gut. Gerade hier auch die Best Protection Platten, die jetzt eigentlich nicht für den Plattenträger gemacht sind, die passen hier ohne Probleme rein. Natürlich auch alle anderen Platten, aber die haben wir jetzt halt gerade mal hier zur Hand. So, ich habe noch eine Sache Ich habe noch eine Sache beim Backpanel vergessen zu erwähnen. Ein ganz wichtiger Punkt. Die Backpanels von Direct Action nutzen den Cry-Standard YKK Vislon 10 Reißverschlüsse. Das heißt, ihr könnt verwenden Cry, Templars Gear, Direct Action selbst oder aber auch Mayflower und Tür Tactical. Was nicht passt, ist Ferro oder Spiritus Systems, wenn die dann mal irgendwann mit ihrem Panel an den Start kommen. Also das ist kreuzkompatibel, finde ich sehr cool, wenn man dann einfach auch nicht auf den Hersteller angewiesen ist, sondern wirklich sagen kann, ich will jetzt genau dieses Panel und dann habe ich da noch ein bisschen mehr Modularität. Eines sollte euch bewusst sein natürlich, wenn ihr den Direct Action Spitfire Plattenträger auswählt. An den großen Kerlen sieht er eher aus wie so ein Lätzchen, ne? Ihr seht es ja hier.
Der fällt ziemlich klein aus. Ich habe auch tatsächlich in meinem Spiritus Systems eine M-Platte drin. Ich könnte zwar inzwischen eine L gebrauchen, aber ich halte noch so ein bisschen an M fest. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, wieder abzunehmen. Aber ja, also auf jeden Fall, der Spiritus wirkt deutlich größer, weil einfach mehr Stoff verwendet wird. Das ist genau wie beim Cryo-JPC hier beim Spitfire-Plattenträger. Nur da Stoff, wo wirklich Stoff gebraucht wird. Und dementsprechend sieht es aus wie ein kleines Kinderlätzchen. Ja, der Spitfire MK2 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gut durchdachter Plattenträger, der euch wirklich auf minimalistischer Basis ein System gibt, mit dem ihr anfangen könnt, was ihr nach und nach aufbauen könnt oder entsprechend auf eure Missionen anpassen könnt, indem ihr vorne mit Frontpanels arbeitet, mit einem Subdominal Part hier arbeiten könnt oder ob ihr ein anderes Backpanel hinten dran macht oder einen anderen Kammerband. Also der ist wirklich super modular und dementsprechend halt auch in vielen, vielen Farben nochmal verfügbar. Und das macht den wirklich zum sehr, sehr vielseitigen Plattenträger. Bekommt ihr bei Best Protection, der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr den Spitfire MK2 schon selbst im Einsatz oder schon Erfahrung damit gesammelt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Seite abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye bye.